Herzlich willkommen hier aus dem Raiffeisen Sportpark in Graz zum letzten Mal heute. Wir sehen das Spiel zwischen den Dolphins und den Rebound Warriors, die wir heute noch nicht gesehen haben. Die Rebound Warriors von rechts nach links in Blau gegen die Dolphins aus Wien von links nach rechts in Rot. Zur Aufstellung der Warriors, die haben leider nur 6 Spieler da. Das sind mit der Nummer 10 Werner Stöckel, mit der Nummer 11 Samuel Purceller, mit der Nummer 13 Alexander Höglinger, mit der Nummer 15 Thomas Kurat, mit der Nummer 16 Thomas Berger und mit der Nummer 17 Alois Stritzinger. Die Aufstellung der Dolphins, die ja im ersten Spiel relativ klar verloren haben, gegen die Sitting Bulls mit 103-27, haben sie da den Kürzeren gezogen, aber die Sitting Bulls, wie gesagt, eine ganz eigene Marke im österreichischen Rollstuhlbasketball. Jetzt schon die ersten Punkte. Dominik Pavlovic. Und 2-0. Aufstellung der Dolphins mit der Nummer 7 Konstantin Löffler, mit der Nummer 8 Dominik Pavlovic, mit der Nummer 9 Anish Singh, mit der Nummer 10 Matthäus Preuße, mit der Nummer 13 Sepp Leusinger, mit der Nummer 16 Nkodo Bivole, mit der Nummer 22 Milan Trifunovic, mit der Nummer 24 Alex Suppan, mit der Nummer 27 Johannes Löffler und mit der Nummer 33 Marcel Dardal. Wieder die Dolphins. Sieger spielt ja dann am kommenden Samstag in Klosterneuburg gegen die Flintstones aus Graz um den dritten Platz in der Meisterschaft. Anish Singh da am Boden. Helfen ihm aber die Warriors gleich auf. Kollegialität, ja, obwohl das Spiel schnell ist, obwohl das Spiel hart ist, aber man hilft sich gegenseitig. 2-0 steht es hier für die Dolphins. Guter Rebound von Dominik Pavlovic auf Milan Trifunovic. Trifunovic auf Suppan. Und ein Foulspiel von Nkodo Bivole und wieder Ballbesitz für die Warriors. Stöckel. Höglinger. Das letzte Spiel, das ihr gesehen habt, war ja hochdramatisch bis zur letzten Sekunde. Die Flintstones aus Graz, den Broncos aus Kärnten knapp unterlegen nach einer beeindruckenden, spannenden Partie. Bleibt bei den 2 Punkten von Dominik Pavlovic. Und wieder die Warriors. Und der Ausgleich. Samuel Purceller. 2-2. Und wieder der Ball bei den Blauen, bei den Warriors. Und die nächsten Punkte. Alexander Höglinger. 4-2 für die Warriors.
Pavlovic. Wieder Pavlovic. Aber gute Arbeit unter dem Korb. Und wieder Höglinger, der den Gegenangriff startet. Ball weiter bei den Warriors, die noch 11 Sekunden haben, diesen Angriff hier erfolgreich abzuschließen. Stöckel auf Kurat. Höglinger. Es bleibt beim 4:2 für die Warriors. Trifunovic, Pavlovic. Foul an Pavlovic, damit gibt es Freiwürfe. Und das erste Foul gegen die Nummer 9. Steht und 24. 24 Sekunden hat man ja beim ersten Angriff, um den Angriff abzuschließen. Wenn der Ball dann vom Korb zurückprallt, hat man dann 14 Sekunden Zeit, um wieder zum Abschluss zu kommen. Sehr informativ, das Team. Und der Ausgleich. Milan Trifunovic. 4:4. Wird aber noch nicht angezeigt auf der Anzeigetafel, wüsste aber nicht, warum dieser Korb von Trifunovic nicht zählen sollte. Jetzt steht es aber 4:4. Alex Supan. Aber wird auch wieder nicht angezeigt. Ist ein bisschen seltsam. Weiß jetzt nicht, warum der Korb von Milan Trifunovic nicht gezählt hat, aber offiziell steht es hier 4:4. Wunderschön gemacht von Alexander Höglinger. Und die Warriors gehen hier wieder mit 6:4 in Führung. Und wieder Alexander Höglinger. Das Um und Auf anscheinend bei den Warriors. Durfte ja noch kein Spiel der Warriors übertragen. Das war jetzt wohl auch. Weiß jetzt keiner so wirklich, was hier passiert ist. Es steht definitiv 6:4 für die Warriors. Die müssten meiner Meinung nach auch Ballbesitz haben, die Mannschaft in Blau, die ja noch keinen Sieg in der diesjährigen Meisterschaft einfahren konnte. Es gab auch schon ein Spiel gegen die Dolphins. Das haben die Dolphins für sich entschieden. Jetzt steht es auf einmal 6:6, also zählt der Korb von Milan Trifunovic doch. Hätte mich auch gewundert. Also bitte, liebe Zuschauer, nicht böse sein. Ich
Ich hätte es ja auch so gesehen, deswegen bin ich jetzt nicht so überrascht. Wir greifen an, sagt da der Alexander Höglinger. Es steht 6:6 und Ballbesitz. Warriors. Hälfte des ersten Viertels vorbei. Es steht 6:6. Anish Singh auf Dominik Pavlovic. Foul an Milan Trifunovic. Und zwei Freiwürfe für die Dolphins aus Wien. Das ist ein Satz mit X, der erste Versuch war nix. Aber der zweite sitzt, Milan Trifunovic. Bringt hier die Dolphins in Führung 7:6. Aber Alexander Höglinger, der ist schwer zu stoppen, die Nummer 13 der Warriors. Die Rebound Warriors, wie sie ja korrekterweise heißen. Höglinger Pass auf Thomas Berger. Und weiter Ballbesitz für die Rebound Warriors. Jetzt wird gewechselt. Der Sepp Leusinger kommt ins Spiel für Anish Singh. Dem Nkodo Biwole, dem pickt ein bisschen das Pech auf die Handeln. Er hat auch im ersten Spiel nicht punkten können und auch das hätte sich ja jetzt einen Korb verdient. Schöner Korbleger jetzt von Dominik Pavlovic. Und wieder treibt Alexander Höglinger seine Mannschaft nach vorne, aber Pass abgefangen wieder von Dominik Pavlovic. Und mit den Fouls geht auch ruckzuck was weiter. Schon 4 Teamfouls der Rebound Warriors in diesem ersten Viertel. Und es sind noch über 4 Minuten zu spielen. Jetzt aber Gegenstoß. Und Alexander Höglinger lässt sich sowas nicht entgehen. 9:8, nur noch der Rückstand der Warriors. Sepp Leusinger. Super. Und
Und schon wieder Alexander Höglinger zieht da im Foul, das taugt dem. Auch schon jetzt 4 Teamfouls der Dolphins. Wunderschön freigespielt unter dem Korb der Thomas Kurat. Kann aber den Ball nicht im Korb versenken. Und 5. Foul. Und das heißt Freiwürfe in dem Fall für Dominik Pavlovic. 5. Foul, das war von Thomas Kurat. 1. verwandelt. Und auch der 2. Sitz, Dominik Pavlovic. Mit den Punkten 5 und 6. 11-8. Für die Dolphins. Wieder schön durchgetankt von Alexander Höglinger, aber Pech im Abschluss für Thomas Berger. Jetzt geht's wieder schnell auf die andere Seite. Milan Trifunovic. Nachassist von Dominik Pavlovic. Zwei Minuten 20 noch im ersten Viertel. Höglinger wieder. Und Dominik Pavlovic, super Pass auf Supan. Und der Ball ist drinnen. Ersten Punkte von Alex Supan in diesem Spiel. Und es steht 13-8. Kein Glück derzeit im Abschluss für die Rebound Warriors. Und dann geht's über Alex Supan wieder in die andere Richtung. Und es gibt ein Timeout für die Warriors. Ja, weil ich muss sagen, ich genieße diesen, oder wir, der Ernst-Karl Wagner, der echt die tollen Bilder liefert, und ich, wir genießen diesen Tag in Graz sehr hier im Raiffeisen Sportpark bei diesem tollen Sport. Wir haben einen klaren Sieg der Sitting Bulls gesehen mit 103-27 gegen die Dolphins. Dann haben wir ein äußerst umkämpftes Spiel zwischen den Flintstones aus Graz und den Broncos aus Kärnten gesehen, indem die Broncos schlussendlich knapp die Nase vorn hatten und ins Finale in Klosterneuburg am kommenden Samstag gegen die Sitting Bulls eingezogen sind. Und auch hier sehen wir tollen Sport im Spiel Dolphins gegen Rebound Warriors.
Leusinger. Immer wieder beeindruckend, wie beweglich die sind. Und der Sepp Leusinger, der trifft auch. 15:8. Letzte Minute im ersten Viertel läuft. Und Alexander Höglinger mit seinen Punkten 7 und 8. 15:10 steht es nur noch für die Dolphins. Alex Suppan. Letzten 20 Sekunden. Super gemacht von Thomas Kurat. Seine ersten Punkte in diesem Spiel. Zu 12. Jetzt noch der Freiwurf von Thomas Kurat. Derzeit ein bisschen Chaos. Alex Höglinger da am Boden. Zweites Foul schon von Alex Höglinger und noch nicht einmal ein Viertel gespielt. Es wäre natürlich eine Katastrophe für die Rebound Warriors, wenn da persönliche Fouls werden natürlich das ganze Spiel mitgenommen. Nur die Teamfouls werden gelöscht. Dominik Pavlovic vergibt den ersten Freiwurf. Und auch den zweiten. Gut gemacht. Wieder auf Thomas Kurat. Und das erste Viertel ist vorbei. 2 Minuten Pause. Dann sind wir wieder für euch da. Herzlich willkommen zurück. Zweites Viertel, also zwischen den Dolphins aus Wien und den Rebound Warriors. Die angetrieben von Alexander Höglinger hier bisher eine Topleistung abliefern, nur 3 Punkte zurückliegen. 15:12 steht es hier für die Dolphins, die jetzt auch Ballbesitz haben, die Dolphins, also in Rot von links nach rechts. Au, 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 au. Wahnsinn bei dem Tempo, wenn es die da überschlagt. Aber zum Glück nichts passiert. Er sitzt schon wieder. Der Alexander Höglinger, aber der ist nicht zu stoppen. Richtiger, starker Spieler. Und jetzt hat aber Pech. Im Abschluss, Suppan Trifunovic, wieder Suppan, ist er in den eigenen Mitspieler reingefahren, in den Sepp Leusinger, und der Ball wieder bei den Rebound Warriors. Alex Höglinger tankt sich da wieder einmal durch, liegt schon wieder am Rücken.
Also der kennt da keine Freunde. Kaum zu stoppen, Alex Höglinger. Wahnsinn, wie der Gas gibt. Pavlovic. Trifunovic. Und jetzt ist er drinnen. Milan Trifunovic. Mit den Punkten 4 und 5. Thomas Kurat. Wunderbar, dieser Assist auf Thomas Berger. Und die Rebound Warriors bleiben dran. Weiter nur 3 Punkte. Der Rückstand von Höglinger und Co. Fünf Sekunden noch, dann muss der Abschluss kommen. Und wunderbarer Backhandpass versucht er von Höglinger. Aber mit dem hat leider sein Mitspieler nicht gerechnet. Schade, schade, wäre eine tolle Aktion gewesen. Passversuch war auf Thomas Berger. Rebound wieder bei den Warriors. Und Höglinger geht da wieder auf und davon. Dreht noch einmal ab. Super Pass zur Mitte. Und da ist er drin. Thomas Kurat. Verkürzt den Rückstand auf einen Punkt. Pavlovic. Das ist jetzt ein Team-Foul und das ist ein persönliches Foul. Einer macht ja immer Foul. Trifunovic trifft. Pavlovic holt sich den Rebound auf Trifunovic. Sepp Leusinger, Trifunovic. Schön kombiniert. Abschluss aber mangelhaft von Alex Suppan. Und dann geht schon wieder flott auf die andere Seite. Und ein Airball, das heißt Ballverlust und die Warriors können wieder angreifen. 19 zu 16 steht es für die Dolphins. Höglinger. Also der ist ein Wahnsinn, der Alex Höglinger. Und da holt er sich schon wieder den Ball, ein Wahnsinn. Alex Höglinger. Der kommt mir ein bisschen vor wie der Marco Schwarz auf die Slalompisten. Der rammt da
alles weg, was ihm in den Weg kommt. Unser Slalom-Weltcup-Sieger, na toll. Toll zum Zuschauen, Alexander Höglinger. Jetzt schauen wir mal, ob der Alexander auch Freiwurf kann. Ich glaube, er kann. Er kann. Ja. 19-17 steht's noch für die Dolphins. Höglinger, wer sonst? Pavlovic. Aber defensiv ist schon gut aufgestellt, der Rebound Warriors. Und wieder Pavlovic, Trifunovic. Und Alexander Höglinger. Und dann geht's wieder ruckzuck. Wahnsinn. Und der Assist diesmal von Höglinger, unglaublich. Ja. 19-19. Kämpfen hier wie die Löwen, die Rebound Warriors, angeführt von Alexander Höglinger. Wieder super freigespielt da unter dem Korb. Thomas Berger, Abschluss leider nicht erfolgreich. Aber wieder schöne Aktion der Rebound Warriors. Und jetzt doppelt gemoppelt. Jetzt liegen gleich zwei Spieler. Am Boden, Spiel aber jetzt unterbrochen. 3 Minuten geht es noch in diesem zweiten Viertel. Und sogar die Chance jetzt wieder für die Warriors hier in Führung zu gehen. Höglinger. Und da ist er wieder drinnen. Und die Warriors führen hier mit 21-19. Und dann kracht es da wieder anständig. Wird wohl ein persönliches Foul gegen die Nummer 10 Werner Stöckel geben. Habe ich richtig gesehen? Zweites Foul für Stöckel. Und weil die Frage natürlich aufgetaucht ist, jedes persönliche Foul ist auch ein Teamfoul. Und 5 persönliche Fouls sind dann 5 Teamfouls und dann gibt es für jedes Foul, egal wo am Spielfeld es stattfindet, 2 Freiwürfe. Jetzt gibt es ein Timeout für die Dolphins, die sich das Spiel hier wohl etwas anders vorgestellt haben.
Aber muss man sagen, die haben natürlich auch schon schwere 40 Minuten gegen die Sitting Bulls in den Rädern und in die Oberarme und im ganzen Körper. Ist ja wirklich ein Sport, wo der ganze Körper von Schulterbereich über die Arme, über den Rumpfbereich gefordert wird. Und Alex Höglinger schwört seine Mitstreiter da ein, weiter so Burschen. Das Spiel heute, das können wir gewinnen. Ist halt die Frage, die gleiche Frage wie bei den Broncos früher. Wie kommen sie damit zurecht, dass man nur 6 Spieler mit hat? Wie geht sich das kräftemäßig aus? All diese Fragen können wir euch sicher in 22 Minuten und 15 Sekunden Spielzeit beantworten. Stark verteidigt jetzt vom Sepp Loisinger. Pavlovic. Und schon wieder wer? Natürlich Alexander Höglinger. Und der Rebound landet da bei den Dolphins. Jetzt muss schnell gehen, der Ball muss ja innerhalb von 6 Sekunden aus der eigenen Hälfte sein. Haben sie geschafft. Pavlovic. Zeit gleich abgelaufen. Der Wurf, glaube ich, zu spät. Und der Ballbesitz wechselt wieder zu den Rebound Warriors, 1 Minute 6 Sekunden. Geht's noch in dieser ersten Halbzeit? Und wieder die Rebound Warriors. Thomas Kurat. Und Pech jetzt für Thomas Berger. Letzte Minute läuft. Und wer ist wieder hinten? Alexander Höglinger. Und dann geht schon wieder blitzschnell auf die andere Seite. Noch 20 Sekunden. Sepp Loisinger. Jetzt müsste der Abschluss kommen, der kommt auch noch rechtzeitig und 1,7 Sekunden vor dem Ende. Gibt es da wohl noch einmal Freiwürfe für die Dolphins? Milan Trifunovic, bisher mit 7 Punkten, bester Scorer seines Teams. Und auch dieser Freiwurf sitzt. Jetzt wird er versuchen, den Freiwurf nicht direkt zu verwandeln, sondern auf den Rebound. Also den Ball so auf den Korb werfen, dass er wieder zurück ins Feld springt, um hier drei. Nein, macht er doch direkt. Habe ich mich getäuscht, Entschuldigung. Und die erste Halbzeit vorbei.
21:21 zwischen Dolphins und Warriors. Und wir sind dann in 15 Minuten pünktlich mit der zweiten Hälfte wieder für euch da. 21:21 steht es also hier nach der ersten Halbzeit im letzten Spiel des Tages hier im Halbfinale der Rollstuhl-Basketball-Meisterschaften. Und schon die ersten Punkte für die Dolphins. Anish Singh mit den ersten Punkten heute. Und die Dolphins also mit 23:21 in Führung. Wenn ich mich da so auf die Anzeigentafel schaue, noch keine Foulgefahr bei irgendeinem Spieler, dass er nicht mehr mitspielen könnte. Keiner mehr als zwei Fouls auf der Tafel. Besonders bei den Warriors ja extrem wichtig, die nur einen Wechselspieler auf der Bank haben. Wöginger, Stöckel, Kurat, wieder auf Wöginger. Ai, das war Pech, der war ja schon, der hatte schon reingeschaut in Morgen. Taugt dem gar nicht, dem Alex Wöginger, die Entscheidung. Und wieder Ballbesitz für die Dolphins. Pavlovic, Trifunovic, Sepp Leusinger. Trifunovic, und jetzt macht deine ersten Punkte. Ja, da sind sie. Nkodo Bivole. Endlich schreibt auch er an 25:21. Pech jetzt wieder im Abschluss für Thomas Kurat. Rückpass in die eigene Hälfte ja nicht erlaubt. Guter Rebound von Thomas Kurat. Kein Foul. An Höglinger wird hier entschieden. Drittes Foul jetzt gegen Werner Stöckel. Jetzt geht's wieder ruckzuck Thomas Kurat. Und schöner Korbleger von Thomas Kurat. Punkte 7 und 8. Und einen Freiwurf gibt's auch noch. 25:23 derzeit für die Dolphins und Kurat noch. Und der geht rein. Neunter Punkt von Kurat und nur noch 25:24. Sepp Leusinger, Pavlovic. Wieder unter. Und da kann er ja fahren, bis er steht. Wenn er nicht unter.
Nächsten Freiwürfe da für Thomas Kurat. Könnte also hier ausgleichen. Den ersten nicht getroffen, aber den zweiten macht er eine. Der Thomas Kurat. Satz mit X war wohl nix. Einer von drei, also 33% die Quote von der Freiwurflinie. Trifunovic wieder erfolgreich. Vielleicht sogar ein 3-Punkte-Spiel von Milan Trifunovic. Wird es, und damit steht es 28-24. Muss ein Foul sein gegen Anish Singh. Das ist jetzt schon das vierte vom Anish Singh. Wunderschöne Kombination. Wunderschön abgeschlossen von Thomas Kurat. Assist wieder einmal von Alex Höglinger. Und Alex Höglinger treibt da seine Mannschaft wieder an. Nur noch zwei Tore der Rückstand der Warriors. Wie viel Kraft hat der Alex Höglinger? Der ist ja nur unterwegs. Und der Ausgleich, super gemacht von Thomas Berger. 28-28. Und wieder. Die anderen machen da 10 Kilometer fort, der Alex Höglinger macht einen Marathon. Ein Wahnsinn. Holt jetzt auch wieder zwei Freiwürfe heraus. Fünf Minuten 19 geht's noch im dritten Viertel. Das war nix. Und die Warriors wieder in Führung. Alex Höglinger. Mit dem 12. Punkt. Und die Warriors führen wieder 29-28. Gibt es da wieder Diskussionen? Weiß zwar nicht, was es zum Diskutieren gibt.
Geht's jetzt weiter? Ich glaube ja. Alex Supan, Dominik Pavlovic. Schön gespielt, aber gute Defensivarbeit der Warriors. Und schön abgeschlossen, Thomas Berger. Auch schon 6 Punkte, die Nummer 16, und die Warriors jetzt mit 6 Punkten in Führung. Und schon wieder Alex Höglinger. Da ist er wieder am Ball. Und da holt er sich den Ball schon wieder, wollte ich sagen, ist sich aber nicht mehr ausgegangen. Wie gesagt, Thomas Berger mit 6 Punkten. Und die Warriors führen mit 31 zu 28. Alex Supan, Sepp Leusinger. Und wieder Alexander Höglinger. Gut aufgepasst von Dominik Pavlovic und gleich den Gegenangriff eingeleitet. Also vom Glück verfolgt ist er nicht, der Nkodo Bivole. Werner Stöckel. Ah, das war schon das 5. Teamfoul und damit gibt's Freiwürfe. Und natürlich Alexander Höglinger. Erste sitzt. Zweite sitzt. Und 33 zu 28 auf einmal die Warriors vorne. Und zwei Spieler der Dolphins schon vollgefährdet. Und zwar Anish Singh und Nkodo Bivole. Also beim nächsten Foul ist für die beiden Schicht im Schacht. Dürften sie hier nicht mehr mitwirken. Und wieder Alexander Höglinger. Da diskutiert jetzt der Sepp Leusinger mit den Refs. Ballbesitz also doch für die Dolphins. Und die nächsten Punkte. Nkodo Bivole bringt seine Dolphins wieder näher heran. Klares Foul jetzt vom Dominik Pavlovic. Ist aber sein erstes, also noch keine Gefahr.
wieder 4 Punkte jetzt der Vorsprung nach diesen 2 Freiwürfen von Alex Höglinger. Einen hat er ja verwertet. Und Pavlovic. Und jetzt trifft er der Nkodo Bivole. 6 Punkte schon. Und nur noch 3 Punkte der Rückstand. Der Dolphins. Jetzt könnte es gefährlich werden, weil der Alex Höglinger auch schon mit dem 4. Foul gegen sich. Und wieder Höglinger treibt seine Mannschaft an. Und drin ist er. Thomas Berger. Nein, das war der Thomas Kurat, die Nummer 15. Auch schon mit 13 Punkten. Der sitzt, Milan Trifunovic. Etwas mehr als eine Minute noch in diesem dritten Viertel. 34-36 steht's aus Sicht der Dolphins gegen die Warriors. Und den verwertet er. Alexander Höglinger bringt sein Team wieder mit 4 Toren in Front, 38-34. Vier Punkte natürlich, aber gleich im Gegenzug Milan Trifunovic mit den nächsten 2 Punkten und 19 Sekunden noch in diesem dritten Viertel. Pächter im Abschluss. Alois Stritzinger. Und das Spiel zu Ende. Der Korb hätte nicht mehr gezählt. Nach 3 von 4 Vierteln steht es hier. 38-36 für die Warriors. Also erwarten uns noch spannende 10 Minuten. So, willkommen zurück zum letzten Viertel. Heute hier im Semifinaltag im Raiffeisen Sportpark in Graz. Es wird auf einmal ein 36-39 angezeigt. Für die Warriors, ich weiß nicht, wo dieser 39. Punkt jetzt herkommt. Ich habe auch nur 38 mitnotiert, aber wir müssen auch der Anzeigentafel gehen. 39-36, also die Warriors hier gegen die Dolphins in Führung. Der Ball hat auch schon reingeschaut. Wollte aber nicht ganz rein. Und es gibt Freiwürfe durch Nkodo Bivole. Perfekt gemacht. Zwei
Zwette zwar nicht getroffen, aber eigentlich 37-39. Nur noch aus Sicht der Dolphins. Ballbesitz bleibt bei den Rebound Warriors. Pech im Abschluss dafür Werner Stöckel, aber jetzt Milan Trifunovic. Gleich von zwei Spielern der Rebound Warriors attackiert, setzt sich aber durch. Und gleich draußen 39-39. Und jetzt zieht er einen Foul. Milan Trifunovic. Timeout für die Warriors und da Alex Höglinger gibt seine Leiter richtig Gas. 39-39 steht's. Weiter geht's mit Freiwürfen für die Dolphins. Milan Trifunovic darf da zur Linie, der beste Scorer der Dolphins, bisher hat er 2, 3, 5, 7, 19, 12, 19 Punkte auf seinem Konto und er könnte das gleich aufstocken. Milan Trifunovic. Der erste sitzt einmal. Einen Versuch hat er noch, 40-39. Und das 41-39. Milan Trifunovic bringt die Dolphins mit 2 Punkte in Führung. Alex Supan. Und der trifft. Und auf einmal sind die Dolphins hier voran. 43-39. Schön wieder freigespielt in der Mitte. Thomas Kurat. Und wieder einmal Alexander Höglinger. Tankt sich dadurch, probiert selber und der ist natürlich, kann man fast sagen, drin. 43-41. Jetzt klares Foul von Alois Stritzinger, ein richtiger Stritzi. Hat da geschupft. Und das vierte Foul vom Alois Stritzinger und
geht jetzt auch raus, Stretzinger, und für ihn kommt die Nummer 11, Samuel Pfurtscheller. Pavlovic, Trifunovic, und wieder die Rebound Warriors könnten jetzt ausgleichen, aber gut aufgepasst von Dominik Pavlovic und dann kracht es da wieder mal so richtig. Thomas Kurat war da kurz dem Parkett näher, als er es sich gewünscht hat. 6 Minuten 38 geht's noch und die Dolphins führen hier mit 43 zu 41. Kracht's wieder so richtig, wenn die Rollstühle aufeinander prallen. Und die nächsten Punkte von Maurice Nkodo Bivole. Hat jetzt schon 9 Punkte gemacht, also da hat es nur den Dosenöffner gebraucht, den ersten Treffer. Jetzt trifft er richtig gut. Pech jetzt für Alexander Höglinger. Und Dominik Pavlovic. Fünf Minuten 35, 5,5 Minuten geht's noch. Und die Dolphins hier wieder mit 4 Toren in Führung. Aber dann kam Alexander Höglinger und dann waren es nur noch 2 Punkte. Pavlovic. Pavlovic. Und der trifft hier zum 47 zu 43. Schön gespielt. Thomas Kurat wieder erfolgreich. Es bleibt eng, es bleibt knapp. 47 zu 45 für die Dolphins. Und Kodo Bivole. Trifunovic. Und Pavlovic trifft wieder. 49 zu 45 für die Dolphins, die in Rot von rechts nach links spielen. Abschluss leider nicht gelungen von Samuel Pfurtscheller. Trifunovic. Stark verteidigt, aber noch einmal die Chance für Dominik Pavlovic. Und jetzt sind es schon 6 Punkte und nur noch etwas mehr als 3 Minuten zu spielen. 51 zu 45 führen hier die Dolphins gegen die Warriors. Ja.
Aber der Alex Höglinger, der ist noch heiß wie Gussstall. Der will sich da mit keiner Niederlage abfinden. Jetzt gibt's Foul. Zweites Foul von Dominik Pavlovic. Und zwei Freiwürfe für Samuel Pfurcella. Samuel Pfurcella verwertet den ersten. Verkürzt damit auf 5 Punkte. Und jetzt Ballbesitz für die Dolphins. 2 Minuten 57 geht's noch. 5 Punkte der Rückstand, also im Basketball locker aufzuholen. Samuel Pfurcella leicht lädiert. Da kommt er schon mit der Luftpumpe geradelt. Es ist genial. Thomas Berger. Das muss natürlich 48 Sekunden vor Ende eines Spieltages passieren. Sieht also jetzt alles nach einem Sieg für die Dolphins aus. 58 zu 50 steht's. Der Nkodo Bivole hat jetzt auch früher Feierabend, hat auch sein 5. Foul gemacht. Aber ganz starke Leistung. Und es geht noch 45 Sekunden. Wir werden dann natürlich auch schauen, dass wir hier noch schnell Interviews bekommen. Also nicht gleich wegschalten. Hier sind auf jeden Fall die nächsten Punkte vom Alexander Höglinger. Halbe Minute geht's noch. Ballbesitz wieder für die Rebound Warriors. Und natürlich wieder Alex Höglinger. 6 Punkte der Rückstand. Da kracht's noch einmal richtig. 3 Mann da gegen Alex Höglinger und der gibt nicht auf. Jetzt laufen die letzten 10 Sekunden. Also wie gesagt, liebe Sportfreunde, es gibt dann noch Interviews. Spiel ist jetzt zu Ende. Endstand 58 zu 52 für die Dolphins. Und wir melden uns gleich wieder mit Interviews. Dominik Pavlovic. Schwer und hart erkämpfter Sieg gegen die Warriors. Was hat schlussendlich den Ausschlag geben? Ja, vielleicht, dass wir uns ein bisschen mehr dahinter gehängt haben in einer entscheidenden Situation, in der entscheidenden Phase. Wir haben versucht, uns gegenseitig zu pushen als Team und einfach aggressiver draufgehen und dann hat es auch funktioniert, Gott sei Dank für uns. Im ersten Spiel heute waren wir chancenlos, aber das war zu erwarten. Das war zu erwarten, richtig. Wir haben uns gut verkauft. Wir haben ein paar Fehler, wo wir wissen, okay, das müssen wir ausbügeln. Immer schwer gegen einen amtierenden Meister was rauszuholen, weil die sehr hoch verteidigen. Aber wir waren doch zufrieden, wir haben Punkte gemacht, wir haben gute Situationen gehabt. Aber das zweite Spiel, das war entscheidend.
Jetzt geht es kommende Woche um den dritten Platz gegen die Flintstones. Wie schätzt du da deine Chancen ein? Ja, Flintstones sind klarer Favorit natürlich. Und wenn es mit dem starken Line-Up auftreten wie heute, dann wird es schwierig für uns. Wir werden aber alles geben und versuchen, den dritten zu holen. Was müsste man machen, damit der Rollstuhlsport, der Rollstuhlbasketballsport in Österreich noch mehr Zulauf findet, damit man vielleicht da mehr Mannschaften hat? Wir sind eigentlich viele Mannschaften hier. Ich glaube, der richtige Weg wäre, wenn der Westen und der Osten sich mal an einen Tisch setzen würden und sich mal unterhalten würden, alte Geschichten einfach mal weglassen und dass der Westen wieder dazukommt. Das hoffen wir natürlich alle. Wir hoffen ja, dass wir nächstes Wochenende auch wieder übertragen. Ich sag Dominik, willst du vielleicht noch irgendeine Live-Zuschauer grüßen? Ja, ich grüße meine Freundin, die Livia in Walpersdorf. Ich grüße meine Familie in der Schweiz, wenn sie zuschauen. Danke fürs Zuschauen. Danke. Ich sag danke, Dominik, und danke. Gute Heimfahrt. Alles Gute. Alex Höglinger, tolles Spiel von euch. Es hat aber knapp nicht gereicht. Was war schlussendlich ausschlaggebend? Ich glaube, schlussendlich war die Kondition und die Erfahrung. Wir sind ein sehr junges Team, vielleicht nicht vom Alter, aber von der Spielerfahrung her. Und unser jüngster Spieler hat heute den dritten Spieltag, der Samuel. Und ich bin sehr stolz, was der für Entwicklung gezeigt hat und wie der schon mitspielen kann am dritten Spieltag. Ich glaube, wenn es so weitergeht, haben sie bald keine Chance mehr, die Wiener. Und wir werden sie wieder den Titel bessere Mannschaft holen, wenn wir wieder gegen sie spielen. Ihr habt heute nur einen Mann auf der Bank gehabt, das hat es natürlich doppelt schwer gemacht. Ja, für die Kondition und von der Bank her, damit man mehr Spieler bringt, schon. Aber zum Wechseln war es natürlich leichter, weil muss man sich nicht so viel Gedanken machen. Da gibt es ja noch eine Möglichkeit. Was kann man eigentlich tun? Wie zufrieden bist du mit der Meisterschaft? Das war ja heuer aufgrund von Corona eine verkürzte Meisterschaft. Was könnte man tun, dass man mehr schon mal Mannschaften, mehr Spiele hat? Es ist schwierig. Wir haben gesehen, wenn man mehr Spiele macht, ist das Risiko höher, dass Spiele ausfallen. Wenn man wenig Spiele macht, hat man wenig Spiele und ist zufrieden, dass man wenig Spiele hat. Ich glaube, so wie es stattgefunden hat, war es ein riesen Erfolg und eine super Organisationsleistung, dass man das überhaupt so über die Bühne gebracht hat. Und wenn es nächste Woche dann einen Meister gibt, bin ich eigentlich sehr zufrieden und sehr stolz, dass ich da mitmachen habe können. Und heute das Spiel hat mich auch wieder sehr zufriedengestellt für die ganze Saison und hat riesen Spaß gemacht, da mit meiner Mannschaft gegen die Wiener zu spielen, auch wenn wir verloren haben. 25 Punkte von dir, noch unzählige Assists, deine Leistung, also Spitze. Hast du dich heute für als Duracell-Männchen beworben als nächstes? Ja, ich bin halt, glaube ich, in dieser Mannschaft der Älteste von der Spielerfahrung her. Ich habe ein bisschen internationale Erfahrung. Ich gebe immer alles, das merkt man dann auch mit den Emotionen. Meine Mannschaft kennt mich eh. Umso mehr Emotionen, also umso lauter werde ich. Aber ich versuche, dass ich es da mitnehme. Und ja, ich versuche einfach da alles zu geben und meine Mannschaft unterstützt mich da, weil sonst können die keine Assists geben und auch keine 25 Punkte machen, wenn die da nicht mit mir am Feld standen. Schöne Schlussworte. Ich sage danke, alles Gute. Ich hoffe, man sieht sich bald wieder. Heute gute Heimfahrt und danke für das tolle Spiel. Also ein toller Tag. Also ein toller Tag hier aus Graz, der Ernst Karl Wagner und ich sagen danke fürs Zuschauen. Tolle Spiele. Ich hoffe, wir sind auch nächste Woche in Klosterneuburg dabei. Euch wünsche ich noch ein schönes Wochenende. Baba, bis bald.